Tomaten und Gurken und Paprikapflanzen vor Kälte schützen. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Wie ihr seht, ich habe Vlies da überall hingehängt. Das sind meine Tomaten drunter, die ich neulich erst in die Kästen eingepflanzt habe. Und jetzt ist es momentan, überhaupt die letzten Tage, so richtig frisch geworden. Der Wind ist eisig kalt. Tomaten, die Paprika und Gurken, die wollen es doch warm haben. Ne? Also ich kann jetzt die Kästen nicht mehr reintun. Ich lasse das jetzt so, ich habe jetzt das alles mit Wäscheklammern und Vlies gemacht. Und außerdem, wie ihr seht, mit so Plastikflaschen, die habe ich von Freunden gekriegt. Das sind Camper, begeisterte Camper. Und die nehmen immer solche Wasserflaschen, kaufen die immer unterwegs zum Trinken, also das Wasser zum Trinken, zum Kaffee kochen oder überhaupt zum Kochen. Und die haben es übrig, die werden ja dann weggeworfen. Und die nehme ich immer. Und da könnt ihr mal schauen, hier. Da haben wir den Boden unten abgeschnitten, dann ist das offen und dann stecke ich das einfach über die Pflanzen, egal welche jetzt, und tue einen langen Stecken noch mit rein, damit wenn es der Winter doch einmal irgendwie beutelt, kann er die Flasche nicht wegwehen. Ne? Man kann es auch ein bisschen schräg machen, ist vielleicht noch besser so. Und da sind sie dann wenigstens ein bisschen geschützt. Ich habe das nämlich heute an einer Tomate gesehen. Ich habe ja überall welche, jetzt weiß ich gar nicht, welche das war. Und da sieht man schon, dass die Tomate friert. Das erkennt man daran auch, dass die Blätter ein wenig so lila werden. Und die rollen sich ein bisschen ein oft. Also da merkt man einfach, die frieren. Ne? Da nützen jetzt nicht einmal die Brennnessel, was die unten an den Füßen, die ich da unten rein habe. Ja? Also ein bisschen hilft schon, denke ich einmal. Ne? Aber insgesamt für die Pflanze nicht. Weil jetzt hat es gerade 10 Grad und das ist wirklich zu kalt für diese Pflanzen da. Ja, und das mache ich jetzt überall noch. Ein paar habe ich noch offen, da muss ich nur überlegen, was ich da mache. Man kann auch Eimer drüber stülpen oder ja, irgendwelche Kübel oder sonst was, was man halt hat. Ne? Da habe ich zum Beispiel einen großen Blumentopf, einen Leernetzer gehabt. Den habe ich jetzt da drüber. Und wichtig ist immer, dass oben offen ist, dass da Luft rein rauskommt. Weil wenn die da drinnen schwitzen, das ist auch nichts, ne? Wenn das komplett zu ist. Und außerdem haben sie danach ein wenig Licht. Also das ist ganz gut. Da sieht man jetzt, wie das rumwedelt. Ne? Und das macht aber dann nichts. Das weht es nicht weg, weil durch den langen Stecken dann. Also ich sammle, wie gesagt, die Flaschen da. Ich lasse mir da immer wieder welche geben, weil irgendwann wird einmal eine kaputt oder ist überhaupt nicht mehr schön. Dann kann man es immer noch wegtun. Ne? Und jetzt schaue ich mal noch zu meinen Gurken. Die schauen verheerend aus. Also da, wie ich es gepflanzt habe, war Sonne. Und die Sonne muss die anscheinend erwischt haben. Die äußeren Blätter haben einen Sonnenbrand gekriegt und sind kaputt. Und die treiben zwar von der Mitte heraus, ja, aber jetzt ist es natürlich wieder viel zu kalt. Und deswegen tue ich jetzt da auch was drauf. Das lasse ich jetzt einmal über Nacht auf jeden Fall drauf. Und morgen schaue ich, wie die Temperaturen ist. Und wenn es immer noch so kalt ist, dann lasse ich es einfach einmal drauf. Und dann nehme ich auch so lange Blumenkästen da, wo ich die Töpfe drin gehabt habe, wie ich die pikiert habe. Ne? Und die stelle ich jetzt einfach dann so drauf und dann sind sie wenigstens geschützt. Tut mir immer so richtig leid, aber ja. Und Paprika, ja, müssen wir mal weitergehen. Da habe ich einen Paprika. Das sind Chili, das sind zwei Chili-Pflanzen. Die habe ich auch gestern schon drüber gestülpt. Also die stehen schön da, muss ich sagen. Das merkt man gleich, dass die geschützt sind. Ne? Und ich schaue, ich habe auch noch ein bisschen was unter dem Dach. Das habe ich noch gar nicht eingepflanzt. Das lasse ich jetzt wirklich so lang, bis wieder wärmer wird. Und meine Geranien, wo ich eigentlich schon raus habe, die kommen jetzt auch alle da wieder rein. Also bleibt dann nichts anderes übrig. Ne? Weil man will ja was Schönes haben und da muss man auch ein bisschen damit helfen, dass es so wird. Ne? Ja, jetzt schaue ich noch einmal zu den Gurken, aber die, wie gesagt, die schauen schlimm aus. Ich habe aber vorhin schon wieder Kerne eingeweicht, weil ich nehme an, dass da wirklich welche oder viele kaputt waren. Und die habe ich jetzt in Kamillentee eingeweicht und die keime ich praktisch vor. Und dann, wenn es die nächsten Tage, kann ich es dann wieder unter die Erde also stecken. Ne? Und bis die aufgehen und so, dann hoffe ich ja doch, dass es wärmer wird. Und dort gebe ich aber dann auch immer einen Topf oder irgendwas drauf. Ja? Meine Essiggurken, die habe ich sowieso nicht vorgezogen. Da habe ich jetzt die Kerne vor
einigen Tagen rein, ist aber noch nichts aufgegangen. Aber das wundert mich ja nicht. Ne? 10 Grad, ich sag's euch. Und vor allem der Wind ist so eisig kalt. Ne? Wenn die Sonne dann einmal durchkommt, dann geht's ja nur einigermaßen. Aber wenn die weg ist und der Wind, einmal ist windstill und im nächsten Moment kommt wieder eine Böe und da haut's richtig, haut's alles rum. Ne? Da seht ihr das Beet, da habe ich meine Essiggurken drin, weil ich ja die Gurken wieder einmache. Und die sind zum Glück noch nicht aufgegangen, weil sonst würden die jetzt auffrieren. Also die dürfen sich ruhig noch ein paar Tage Zeit lassen. Und das sind meine Salatgurken. Schaut mal, wie die ausschauen. Also ganz, ganz schlimm. Ne? Es ist die Kälte mit. Und da sieht man, dass der einen Sonnenbrand erwischt hat. Schaut, da. Ja, der hat einen Sonnenbrand. Die Sonne hat es erwischt, wollte ich sagen. Ja? Das sieht man auch da an die anderen Blätter da. Da hinten, das war da kaputt, also ich habe da keine große Hoffnung. Deswegen habe ich jetzt noch einmal einen ganzen Haufen Samen von Salatgurken eingeweicht. Weil schließlich wollen wir ja welche haben, ne? So, und jetzt mache ich das nämlich so. Man kann dann entweder diese Kästen nehmen. Ich zeige es jetzt einmal anhand von den Salatgurken da. Was kann ich, soll ich es abdecken, soll ich es nicht abdecken? Die da vorne mache ich jetzt einmal. Einfach so drüber tun, ne? Bisschen andrücken und einmal gehen lassen, morgen einmal aufdecken. Und wenn es richtig kalt ist noch morgen, dann kann man es ja wieder zudecken, weil da sind jetzt keine Löcher drin. Die nehme ich ja immer für meine Töpfe. Und da, wenn ich die gieße, läuft das Wasser auch unten ein wenig raus. Und da passiert dann nichts. Das sind meine, zum Rumtragen ist das halt recht schön. Ne? Habe ich immer extra deswegen gekauft. So, das mache ich jetzt überall. Und genauso kann man dann solche Töpfe nehmen. Egal welche, was man halt so hat. Und die haben halt Löcher unten und da geht dann die Luft raus. Das ist halt besser, da schwitzen die Pflanzen nicht so. Ne? Also ich mache jetzt da mal die paar Gurken. Ich versuche es halt einfach einmal, ob es noch was bringt. Aber ist eigentlich schade. Ne? Jetzt haben wir schon gleich Ende Mai und so eine Kälte. Wobei ich immer sage, der Mai, oder was heißt, ich sage das nicht, sondern eine Bauernregel, die sagt, wenn es im Mai kalt ist und nass ist, oder kühl ist und nass, dann wird es im Juni schön und es wird ein gutes Erntejahr. Lassen wir uns überraschen, ne? Ich bin schon neugierig. Ja, also das wollte ich euch einmal zeigen. Sollt ihr vielleicht auch machen, euer Zeug ein bisschen abdecken, damit ihr nicht umsonst alles, ja, gemacht habe da. Meine Zucchini muss ich ja auch noch abdecken, die schauen auch nicht so besonders schön aus. Kohlrabi, die lasse ich jetzt einmal gehen. Und so Wissing und Brokkoli habe ich ein paar Pflanzen da, das lasse ich alles stehen. Und die Kartoffeln braucht man eh nichts machen, also es gefriert ja nicht, ne? Also denen macht das nichts aus. Aber nur Tomaten, Paprika, Gurken, das ist das Wichtigste. Ne? Gut. Und Zucchini. Und Zucchini, ja, ja, klar. Ne? Ja, das war's dann. Wenn euch der Tipp gefallen hat und ich euch damit helfen konnte, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Wer meinen Kanal unterstützen will, der schaut mal im Shop vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.